Jugendliche haben etwas erarbeitet. Was braucht die Verwaltung nun, um damit zu arbeiten? In welcher Form müssen Ergebnisse aufbereitet sein? Und welche Probleme treten auf, wenn diese Aufbereitung nicht stattgefunden hat? Die Verwaltung arbeitet in der Regel schriftbasiert. Also für die ist es ganz hilfreich, das Wichtigste in schriftlicher Form vorliegen zu haben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, in welchem Format die Ergebnisse am besten vorliegen sollten, sodass sie in der Verwaltung weiter bearbeitbar sind, würde ich euch den Tipp geben, geht zu eurem Ansprechpartner in der Verwaltung und fragt ihn einfach ganz direkt. Ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen ihre Ideen so weitergeben, dass eben deutlich wird, dass sie auch da dahinter stehen. Und das sind eben je nach der Jugendgruppe auch kreative Ideen, denn nicht jeder mag es eben 20-seitige Abhandlungen in irgendeiner hochtrabenden Sprache zu schreiben. Hier ist es aus meiner Sicht erstmal wichtig, dass die Jugendlichen nicht wirklich reine Forderungen erarbeiten, sondern halt auch ganz eigene Lösungsansätze oder Lösungsideen formulieren. Dann können diese Ideen dann auch gleich weiter genutzt werden. Ich glaube nicht, dass es eine besondere Form der Aufbereitung braucht, solange die Ideen und die Umsetzungsschritte klar formuliert sind. Und dass ihr alle gemeinsam rausfiltert, was die allerwichtigsten Anliegen der Jugendlichen sind. Diese Anliegen solltet ihr auf jeden Fall verschriftlichen. Die sollten dann von euch vielleicht so eine DIN A4-Seite bekommen oder zwei DIN A4-Seiten, je nachdem, wie viel ihr sammelt. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Verwaltung sehr schwierig ist, sozusagen nur mit Videos oder Fotos etwas anzufangen. Grundlegend wichtig ist es, auf Augenhöhe und transparent zu kommunizieren. Wenn man also merkt, dass die Ideen der Jugendlichen nicht oder falsch verstanden worden sind, ist ein Übersetzen notwendig. Allerdings können die Jugendlichen ja auch für sich selbst sprechen.